Für Cézanne, der selbst 1839 in der Provence geboren wurde, ist die südfranzösische Region Zeit seines Lebens das Motiv. Nach Studium und Arbeit in Paris zieht er mit seiner kleinen Familie wieder in die Heimat zurück, um dort in täglichen Wanderungen und skizzierenden Streifzügen die Natur zu entdecken und festzuhalten. Das vorliegende Werk, entstanden zwischen 1902 und 1906, Cézannes Todesjahr, zeigt den Mont Sainte-Victoire bei Tageslicht, aber scheinbar gesehen von einem schattigen Ort im Vordergrund. Über eine sonnenbeschienene, von warmen Grün-, Gelb- und Ockertönen dominierte Landschaft mit in der Andeutung erkennbaren Bäumen, Büschen, Wegen und vereinzelten Häusern hinweg wandert der Blick des Betrachters hin zum in der Ferne am Horizont liegenden Berg. Werden die unteren zwei Drittel des Bildes von warmen und natürlichen Tönen dominiert, so ist das obere Drittel des Himmels in kühlen, gebrochenen Blautönen angelegt. Cézanne differenziert also die Ebenen der Landschaft auf sehr grundlegende Weise, nutzt den Effekt der Farbperspektive, um den organischen Vorder- und Mittelgrund vom kühlen Himmel abzugrenzen. Der Berg selbst ist davon kaum farblich abgesetzt, für den Betrachter ist er aber dennoch klar auszumachen. Dies liegt neben dem Kalt-Warm-Kontrast auch in der im Bildkontext eigenen Formensprache begründet. Im Umfeld der gebrochenen, in blockartigem, immer wieder gebrochenem Duktus aufgetragenen Formen und Flächen des umgebenden Himmels und der davorliegenden Ebene fällt die kurvige, vergleichsweise homogen angelegte Fläche des Mont Sainte-Victoire einfach auf. Cézanne löst in diesem Gemälde die Formen und Körpervolumen der Bildgegenstände auf und nähert sich damit der flächigen Darstellung des Kubismus an, zu dessen Wegbereiter er damit wird. Es sind somit die stark kontrastierten Farben, die das Bild zum Leben bringen, die in ihrer Flächenhaftigkeit als Ebenen um perspektivische Tiefe ringen. Eben jene Flächen, die blockhaften Formen und Pinselstriche, fügen sich im Auge des Betrachters, je nach dessen Distanz zum Werk, zu einer im Bild vereinheitlichten Landschaftsdarstellung. Dabei sind es die verschiedenen Schichten anstelle von Perspektivlinien oder konstruierter Räumlichkeit, die hier den Eindruck von Tiefe erzeugen. Cézanne selbst war zutiefst bewegt, regelrecht begeistert von seinem gewählten Motiv. Sehen Sie sich das Sainte-Victoire-Massiv an, welch ein Elan, welch unabweisbares Verlangen nach Sonne. Diese Blöcke waren mal Feuer und tragen es noch immer in sich. Der Schatten scheint tagsüber schaudernd vor ihnen zurückzuweichen, vor ihnen Angst zu haben. Cézanne hatte diese Angst sicherlich nicht. Immer wieder malte er den Lieblingsberg in seiner Heimat.